Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich. Niemand hat die, was du weißt.
Ich möchte mit uns beten. Gott, Menschen und Lebensumstände sind so verschieden, dass wir Mühe haben, sie in unserem Denkmuster einzuordnen. Mit unterschiedlichsten Merkmalen hast du uns ausgestattet: Herkunft und Hautfarbe, Alter und Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Traditionen, religiöse, politische und sexuelle Orientierung, Ängste und Hoffnung, Träume und Visionen. Aber in uns allen ist die Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit gleich. Befreie uns von der Blindheit, die nur einen Weg für alle sieht. Deine Schöpfung ist ohne Schönheitsfehler. Was du gemacht hast, ist sehr gut. Du denkst nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Regenbogenbunt. Löse uns von allen Fesseln der Vorurteile und Gleichgültigkeit. Schenke uns den Geist der Geschwisterlichkeit und Solidarität. Lass uns aufeinander zugehen in Respekt und Freiheit. Und lass uns aufbreiten das Feld der Versöhnung. Stärke die Menschen, deren Lebensentwürfe und Identitäten nicht in die engen Raster passen, mit denen wir deine Schöpfung zähmen. Heile die Verletzungen, die andere ihnen zugefügt haben. Amen. Ich lese jetzt aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe in uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied »Der Himmel geht über allen auf«. Und alle, die hier sitzen, mit mir hinterher.
Alex, ich habe dich vor einigen Jahren als Carolina kennengelernt. Nun bist du der Alex. In dieser Zeit ist einiges passiert und hat dein Leben völlig verändert. Du bist als Mädchen zur Welt gekommen und hast irgendwann bemerkt, dass du dich in deiner Haut nicht wohlfühlst. Wann war das und wie hat sich dieses Unwohlsein geäußert? Es hat im Alter von ungefähr 12 angefangen. Ich habe mich in weiblichen Klamotten angefangen, unwohl zu fühlen. Habe aufgehört, mich weiblich zu schminken und habe angefangen, mich männlich zu kleiden, wo ich mich eindeutig mehr wohl drin gefühlt habe als in den typischen weiblichen Klamotten. Und wie bist du damit umgegangen? Hast du das alles mit dir selbst ausgetragen oder auch schon bald mit Freunden und Familienangehörigen geteilt? Am Anfang, so ungefähr die ersten 2 Jahre, habe ich es selbst mit mir ausgetragen. Aber dann im Alter von ungefähr 14 oder Ende 13 habe ich es das erste Mal mit engen Freunden geteilt. Diese haben es auch sehr gut aufgenommen und mich in den Pausen, da ich in diesem Zeitpunkt noch nicht nur bei ihnen geoutet war, mit meinem jetzigen Namen angesprochen, was mir auf jeden Fall geholfen hat. Hast du dann auch manchmal an dir selbst gezweifelt oder warst sogar verzweifelt, was soll ich nur machen? Ja, vor allem in der Zeit, wo ich es mit mir selbst ausgetragen habe, also im Alter von 12 bis 13. Und was hat dir dann den Anstoß gegeben, ich will hier raus, ich möchte so nicht mehr weiter? Also den Anstoß selbst musste ich mir selbst geben. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, Carolina genannt zu werden, weil es ein Jahr, so schlimm sich das jetzt auch anhören mag, verletzt. So, man weiß, ich bin Alex, ich bin ein Junge. Und dann immer den weiblichen Namen zu hören oder gerufen zu werden, tut nach einer Zeit schon echt weh. Deshalb habe ich mir dann so gedacht, Alex, du gehst jetzt zu deiner Mutter oder wartest, bis die nach oben kommt, damit du mit ihr darüber reden kannst. Ja, und wie waren dann die Reaktionen in deinem Umfeld, so Familie, Freunde, Schule? Also, als ich meiner Mutter das erste Mal davon erzählt habe, war sie so, dass sie dachte, es sei nur eine Phase und das sei wegen der Pubertät. Und klar, als Jugendlicher glaubt man das. Noch, aber als es sich dann nicht geändert hat, war ich so, nein, das ist keine Phase, das ist die Realität. Bei meinen Freunden und der Schule war es sehr locker. Sie haben es also alle sehr gut aufgenommen und mich unterstützt. Und meine Mutter unterstützt mich jetzt auch, wo ich sehr froh drüber bin. Und hat es auch bittere, negative und traurige Reaktionen gegeben, ausgelöst? Gibt es Menschen, die seitdem den Kontakt mit dir meiden? Also Reaktionen bei anderen würde ich jetzt nicht sagen. Eher bei mir selbst gab es die traurigen Reaktionen. Es gab halt Phasen, wo man sich selbst dachte, was ist eigentlich falsch mit mir? Warum kannst du nicht normal sein wie die anderen Jugendlichen in deinem Alter? Solche Phasen ziehen einen halt runter. Oder zum Beispiel gibt es auch jetzt noch Phasen, zum Beispiel, wenn ich in den Spiegel schaue und die weiblichen Sachen an meinem Körper wieder wirklich wahrnehme, wenn das Ausblenden nicht mehr wirklich klappt. Aber zu dem Thema Freunde, da gab es zum Glück keinen, der den Kontakt mit mir meidet. Ja, und jetzt mal so rein praktisch. Mit wem gehst du denn im Sportunterricht in die Umkleide und welche Toilette benutzt du? Also seitdem ich auf der Berufsschule bin, darf ich mit in die Herrenumkleide. Wenn ich mal, was sehr selten ist, auf die Toilette muss wegen meiner Periode, die ich leider nicht abstellen kann, da gehe ich in der Schule auf die Damentoilette. Sonst gehe ich auf die Herrentoilette. Da gibt es ja auch Kabinen. Mittlerweile ist ja einiges an Zeit vergangen. Hat sich dein Leben normalisiert? Bist du emotional gestärkt und kannst selbstbewusst durchs Leben gehen? Also, es hat sich auf jeden Fall einiges verändert und auch normalisiert. Ich fühle mich selbstbewusster als je zuvor und gehe sehr offen damit um. Ich würde auch sagen, dass mich das Ganze hier in meiner eigenen Persönlichkeit gestärkt hat, was ja auch ein sehr großer Fortschritt ist. Wenn ich mal so zurückdenke an mein altes Ich, kann ich eindeutig sagen, dass ich da nicht so selbstbewusst bin und so stark
abgehärtet bin wie heute, was für mich ein sehr großer Schritt ist. Ja, und für die Zukunft, kannst du dir auch den endgültigen Schritt vorstellen, eine körperliche Geschlechtsumwandlung durchführen zu lassen? Auf jeden Fall. Ich kann gar nicht abwarten, wann diesen Schritt zu gehen, endlich den männlichen Körper einen Schritt näher zu kommen. Auch wenn ich irgendwann in den nächsten Jahren so weit bin, um Testosteron zu nehmen oder zu bekommen, wird das auch ein sehr großer Schritt für mich sein. Vielleicht haben wir hier in der Kirche Menschen, die sich so etwas kaum vorstellen können. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, aber sich nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich zu öffnen. Kannst du denen Mut machen? Kannst du deine Offenheit anbieten für persönliche und auch diskrete Gespräche? Natürlich werde ich versuchen, diesen Personen mit Gesprächen zu helfen. Und ich bitte alle, die das Gleiche haben oder einfach nur mit eurer Sexualität zu kämpfen haben, seid treu zu euch selbst und geht damit offen um, damit mehr Menschen sehen, dass es mehr verbreitet ist, als sie eigentlich denken. Denn nur dadurch können wir eine Änderung erlangen. Und wenn eine Person mal nicht so schön reagiert, gebt nicht auf. Du bist hier in diesem Jahr in Brandlecht konfirmiert worden. Hat der Glaube an Gott in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt? Hat Gott dich bestärkt, diesen Weg an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich würde sagen, in manchen Punkten bestimmt. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich kann es nicht genau sagen. Weil hätte er von Anfang an gewusst, dass ich männlich werden will, denn er wird ja immer als allwissend betitelt, dann hätte er mich ja auch direkt männlich zur Welt kommen lassen können. Alex, ich bin beeindruckt von deiner Offenheit und deinem Mut, das alles hier so frei zu erzählen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Liebe Gemeinde, zu Beginn des Gottesdienstes hat Alex für uns ganz verschiedene Formen von Sexualität und Liebe vorgestellt. Viele davon sind uns sicherlich bekannt, auch wenn vielleicht nur wenige in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis damit zu tun haben. Andere Formen, die zu dem Schwulsein, zum Lesbischsein gehören, haben wir unter dem Begriff LGBTQ gesehen. Und ich vermute, dass die uns vielleicht eher nicht geläufig sind,
vielleicht sogar nicht nachvollziehbar. Nach dem Hören der Lesung aus dem Brief des Johannes über die Liebe hat Alex, ich glaube, das können alle nur bestätigen, ganz beeindruckend in dem Interview mit Frank seine Situation dargestellt. Davon berichtet, dass er seit einigen Jahren wünscht, nicht mehr als Mädchen, als Frau zu leben, sondern als Mann leben möchte. Ein langer und oft auch beschwerlicher Weg. Und danke, Alex, dass du uns mit diesen durchaus schwierigen, aber auch freudigen Momenten so eindrücklich konfrontiert hast. In der Lesung aus dem Johannesbrief geht es auch um Liebe. Er hat diesen Brief an seine Gemeinde geschrieben, etwa am Ende des ersten, im Wechsel zum zweiten Jahrhundert. Und diese Gemeinde war in einer schwierigen Lage. Die Mitglieder litten unter den Römern, die ständig neue Vorschriften machten. Sie stritten miteinander und sie wussten oft gar nicht so genau, wie sie klarkommen sollten. Ich persönlich hätte mir gut vorstellen können, dass Johannes sicherlich durchaus liebevoll und zugewandt Anweisungen gegeben hätte, wie sich die Gemeinde in der schwierigen Situation verhalten soll. Aber er gibt gar keine Anweisungen, sondern Johannes spricht nur von der Liebe. Und zwar von der Liebe Gottes, die die Menschen geschenkt bekommen. Allen Zuhörern und Zuhörerinnen ist sicherlich aufgefallen, dass die Worte lieben und Liebe sehr oft von Johannes verwendet wurden. Wenn man nachzählt, kommt man etwa auf 15 Mal in 11 Sätzen der Lesung, also wo das Wort Liebe oder Lieben verwendet wird. Ich glaube, das ist selbst für einen biblischen Text ganz schön ungewöhnlich. Einige sagen, wahrscheinlich sogar einmalig, dass in so einem kurzen Textabschnitt so oft das Wort Liebe und Lieben vorkommt. Gott ist die Liebe. Gottes Liebe ist jedem Menschen von Anfang an geschenkt. Wir alle erfahren die Liebe vom Anfang unseres Lebens. Von der Geburt an, besonders dann durch die Liebe unserer Eltern. Wir schöpfen daraus ein Leben lang. Wir können sie weitergeben. Wir können sie in ganz unterschiedlichen Formen leben, teilen und erfahren. Zwischen Männern und Frauen, Freundinnen und Freunden, Männern und Männern, Frauen und Frauen und anderen vielfältigen, verschiedenen Beziehungen. Denn Gott ist die Liebe. Wir kennen sicherlich auch andere Aussagen über Gott, die ihn oft weit entfernt erscheinen lassen. Gott ist allwissend, er ist mächtig, vielleicht sogar allmächtig. Er stellt Forderungen an uns. Wir sind mit bestimmten Geboten konfrontiert, mit denen wir unter Umständen auch nicht so viel anfangen können und die für uns gar nicht so einfach zu befolgen sind. Aber die Aussage, Gott ist die Liebe, hebt alle Aussagen und Gebote auf. Im Brief heißt es, dass wir Gott zwar nicht sehen, aber in Jesus von Nazareth, seinem Sohn, hat er sich in ganz besonderer Weise zu erkennen gegeben als einer, der uns Menschen unendlich liebt. Er wollte und will uns ganz nahe sein. Er hat sich selbst liebenswert, aber auch verwundbar gemacht. Er starb in Jesus
und erweckte ihn zu neuem Leben, damit wir spüren, dass Gott uns liebt. Wer jemanden liebt, sagt zu ihm ja, zu ihr. Es ist wunderbar, dass es dich gibt. Das sagt Gott zu jedem Menschen, gleich welche sexuelle Orientierung er liebt. Und das sollten wir einander immer wieder sagen, denn Gott ist Liebe. Wer jemanden liebt, will Gemeinschaft, gemeinsames Einstehen füreinander. Gott will bei uns sein, mit uns leben und mit uns lieben, denn Gott ist die Liebe. Wer jemanden liebt, möchte, dass es ihm gut geht. Ich will für dich da sein. Gott ist immer für uns da und wir können immer füreinander da sein, denn Gott ist die Liebe. Überall dort, wo Menschen füreinander da sind, miteinander leben und lieben, da ist Liebe, da ist Gott. Da werden Liebe und Leben gelingen. Gegen oder trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, aller Vorurteile, aller Kritik. Denn Gott ist die Liebe. Aber nicht nur bei Johannes geht es um die Liebe, sondern auch in vielen literarischen Texten und auch in Gedichten beschäftigen sich besonders Lyriker und Lyrikerinnen mit der Liebe. In einem modernen Gedicht »Was es ist« von Erich Fried heißt es: »Es ist Unsinn«, sagt die Vernunft. »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. »Es ist Unglück«, sagt die Berechnung. »Es ist nichts als Schmerz«, sagt die Angst. »Es ist aussichtslos«, sagt die Einsicht. »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. »Es ist lächerlich«, sagt der Stolz. »Es ist leichtsinnig«, sagt die Vorsicht. »Es ist unmöglich«, sagt die Erfahrung. »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. Berechnung, Angst, Einsicht, Vorsicht. Alle bringen Einwände gegen die Liebe vor, aber die Liebe lässt sich nicht unterkriegen. Geht auch nicht gegen die verschiedenen Einwände vor, setzt sich nicht mit denen argumentativ auseinander, sondern wer wissen will, was Liebe ist, kann sie erfahren, kann sie erleben, kann sie zum Fundament seines und ihres Lebens machen. Nicht als Theorie mit vielen Einschränkungen, sondern in der Praxis können wir alle in ganz unterschiedlichen Formen lieben. Im Vertrauen darauf, es ist, was es ist, und Gott ist die Liebe. Amen.
Wir vertrauen darauf, dass wir uns mit unseren Anliegen an Gott, unseren Vater, wenden dürfen, der alle Menschen geschaffen hat und bedingungslos liebt. Liebender Vater, wir bitten dich für alle Menschen, die sich in der Situation sehen, ihren bisherigen Lebensweg in sexueller und geschlechtlicher Hinsicht neu zu überdenken. Gib ihnen Stärke und Mut, zu ihren Gefühlen und Selbsterkenntnissen zu stehen und ihre Lebensentwürfe neu zu ordnen. Liebender Vater, wir bitten dich für die Eltern, deren Kinder sich in den traditionellen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten nicht wiederfinden können. Hilf ihnen, ihre Kinder vorbehaltlos zu unterstützen und ihnen Hilfe und Kraft zu geben. Liebender Vater, wir bitten dich für Freundinnen und MitschülerInnen von jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer richtigen Identität sind oder diese neu gefunden haben. Lass sie ein Umfeld bilden, das von Akzeptanz, Geborgenheit und Normalität geprägt ist. Liebender Vater, wir bitten dich darum, dass unsere Kirchen Orte sind, in denen alle Menschen deine umfassende Liebe und Menschenfreundlichkeit spüren können, sich angenommen fühlen und sich frei entfalten können. Liebender Vater, wir bitten dich für die Menschen und PolitikerInnen in homophoben und querfeindlich geprägten Ländern. Hilf dabei, dass sich überall in der Welt Gesetze und Überzeugungen durchsetzen, die queere Lebensentwürfe frei von Diskriminierung und Anfeindungen respektieren. Liebender Vater, wir bitten dich heute für die Opfer von Krieg und Gewalt. Und wir bitten dich für unsere ganz persönlichen Anliegen, die wir in unseren Gedanken still vor dich bringen. Liebender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen nun gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So, auch bei diesem Gottesdienst darf es nicht verpasst werden, die Abkündigung vorzulesen. Die Kollekte vom 6. November für das Gustav-Adolf-Werk betrug 48 Euro. Im Klingelbeutel wurden 24 Euro zusammengelegt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Die Kollekte in der Veranstaltung zwischen Tee und Tatort betrug 357 Euro. Das Geld gelang an die Tafel Nordhorn. Die Kollekte für diesen Gottesdienst ist ebenfalls bestimmt für die Tafel Nordhorn. Die Tafel in Nordhorn sammeln überschüssige Lebensmittel, die sonst vernichtet würden, und verteilt sie an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen.
gegen einen geringen Kostenbeitrag. Auf diese Weise hilft das Mitarbeiterteam im Ehrenamt, den Betroffenen eine schwierige Zeit zu überbrücken und gibt ihnen gleichzeitig Motivation für die Zukunft. Nach dem Motto, jeder gibt, was er kann, engagieren sich derzeit rund 38.000 Menschen in ganz Deutschland für die Tafeln. Allen denen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir recht herzlich und wünschen Gottes Segen. Auch in diesem Jahr soll in ökumenischer Verbundenheit zur Adventszeit an 4 Feiertagen Adventsfeier angeboten werden. Hierfür suchen wir Familien aus unseren Gemeinden, die ein Adventsfenster gestalten möchten. Anmeldungen nimmt Lars Lödden entgegen. Bei Lars gibt es auch nähere Informationen. Weitere regelmäßige Termine findet ihr im Gemeindebrief. Für die Kleinsten wird es am Samstag, den 19. November um 16 Uhr im Gemeindehaus einen Lüttekerk-Gottesdienst geben. Herzliche Einladung hierzu. Am Sonntag, den 20. November, findet der Gottesdienst um 10 Uhr statt. Die Predigt hält Pastorin Jenny Robert. An der Gedenkandacht zum Ewigkeitssonntag um 14.30 Uhr auf dem Friedhof wirkt wie gewohnt der Posaunenchor mit. Ja, ich möchte den beiden Gemeinden auch noch 2 Mitteilungen machen. Einmal die Nachricht, dass Heinrich Beckemper aus der Fischeringstraße 1 verstorben ist am 9. November. Geboren ist er 1943. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 17.11. um 13 Uhr statt. Der Gottesdienst ist hier in der Kirche St. Marien und anschließend die Beerdigung auf dem katholischen Friedhof. Am kommenden Sonntag, dem 20.11., findet hier in der Kirche um 16 Uhr eine Andacht zum Christkönigssonntag statt. Und dazu möchte ich auch herzlich einladen. Zum Schluss möchten wir den Segen Gottes erbitten. Gott, du hast uns wunderbar gemacht. Schau auf uns alle. Schenke uns Freude an der Vielfalt. Geh an unserer Seite, damit Toleranz sich ausbreite und die Achtung vor jedem Menschen. Dein Segen erfülle uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Christi Wahrheit.